in einer Taschenuhr. Wie billig. Ich hätte mehr von dir erwartet, Tanja. Wer im Glashaus sitzt, mein lieber Ansgar? Vielen Dank für die wunderschöne Kinderkette. Leonard, du wolltest doch die Krankenblätter von der letzten Visite. Nimmst du die etwa? Nimmst du die? Das war nur eine. Eine zu viel. Ich bin im Stress, Jana. Heute Vormittag hast du gesagt, die Arbeit täte dir gut. Natalie hat ihr Kind verloren. Und deswegen greifst du zu diesen Dingen? Es kam einfach wieder alles in mir hoch. Cecile, Julius. Aber Beruhigungsmittel helfen dir da nicht weiter. Ja, das weiß ich auch. Die Dinger sind ganz harmlos und die eine hilft mir über den ersten Schmerz. Nur weil du die Hochzeit jetzt nicht organisieren darfst, erfindest du irgendwelche absurden Geschichten? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich habe gerade gesagt, ich kenne die Kanaille aus dem Knast. Hinrichsen sieht nicht gerade aus wie ein Ex-Knacki. Felix, sehe ich etwas so aus? Das ist schön. So was will mein Schwiegersohn sein. Hallo. Hi. Hallo. In so einer WG ist man ja selten ungestört, ne? Leider. Das war Coco. Ach so, ist das die Dame unten aus dem Club, ja? Ja, genau. Sie legt fast jeden Abend unten auf. Ach, das ist ja schade. Dann seht ihr euch hier nur tagsüber, ne? Ja, so geht man sich wenigstens nicht auf dem Wecker. Und abends ist dann dafür der Bauarbeiter hier, ne? Oder? Andi? Ach, auch nicht immer. Der ist ja auch meistens im Club. Ist ja schon seit längerer Zeit Single. Oh Gott, der Arme. Naja, vielleicht findet sich eines Tages für den auch die Richtige. Dann organisiere ich dem die Hochzeit. Naja, ich weiß nicht, ob der Andi so schnell jemanden findet. Was ist denn, wenn ich überweise, dass ich recht habe? Was denn dann? Mich? Dann lasse ich mir eine Glatze schneiden. Reicht das? Na gut, dann mach schon mal einen Termin bei deinem Friseur. Zucker? Gerne. Na, auf dem Weg zu unserem Vater? Kannst ihm ausrichten, wenn er an diesem alten Kasten hier noch Interesse hat, dann soll er sich beeilen. Vater weiß, was er tut. Ach, wirklich? Ich fürchte, seine lächerlichen Gewinne reichen kaum für den Kauf eines Einfamilienhauses. Weißt du, was ich glaube, Ansgar? Du blöffst nur. Du verkaufst Königsbrunn doch sowieso nicht. Dafür bist du viel zu eitel. Hm. Herr Graf? Ja, was gibt's denn? Der Makler hat eben angerufen. Es geht um den Schlossverkauf. Schlossverkauf? Schlossverkauf? Und mir erzählst du die ganze Zeit, du willst Königsbrunn behalten? Entschuldige, ich wollte dich nicht schon wieder daran. Ach komm, ist gut. Wie heißt es so schön? Die Zeit heilt alle Wunden. Seit wann steckst du das alles so einfach weg? Also, hallo Jana. Einfach ist das nicht. Aber was soll ich denn machen? Einfach den Kopf in den Sand stecken? Ja, vielleicht hast du recht. Man muss nach vorne sehen. Das wird schon wieder. So, ihr beiden Hübschen. Ich muss doch mal wieder arbeiten. Wenn was ist, dann meldet euch einfach, hm? Unglaublich, wie das plötzlich alles managt. Och ja, die Mama ist schon süß, wenn sie sich so aufregt, ne? Ansgar, hör mit dem Theater auf. So feurig mag ich sie am liebsten. Da beregt sie sich völlig ohne Grund auf. Wie bitte? Du hast mir erzählt, du willst deiner Familie den Verkauf nur vorgaukeln. Ja, was glaubst du, was ich die ganze Zeit tue? Aha, und der Makler? Mein Gott, Tanja. Der gehört natürlich auch dazu. Denk dran, du hast deinem Sohn lebenslanges Wohnrecht auf dem Schloss versprochen. Ja, und was der Papa verspricht, das hält er auch. Vorausgesetzt, die Mama hält sich an ihren Teil der Abmachung. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde deinen Vater ruinieren. Tja, so ist die Mama leider immer. Große Klappe und nichts dahinter. Tanja, ich will endlich Ergebnisse. Na, jetzt sei vorsichtig mit dem Kleinen. Hey, lass mir meinen Sohn. Falls du mich wieder enttäuschst, ziehe ich meine Konsequenzen. Ach. Willst du mir etwa drohen?
Ich würde mich an deiner Stelle diesmal an die Abmachung halten. Aber Tanja, das tue ich doch immer. Keine Tricks und keine Aktionen gegen mich. Ach wirklich, Liebling, wir haben uns doch ewigen Frieden versprochen. Ansonsten ziehe ich mit Johannes weg. Wie bitte? Was soll das denn? Vergiss nicht, Liebling. Kein Schloss. Kein Sohn. Das ist nix. Das ist nix. Was mit einer Unterwasserhochzeit? Nee. Zu kalt. Zu kalt? Zu nass. Zu nass. Ja. Hey, das ist perfekt. Ja, das ist super. Darf ich mal sehen? Ja, das ist sehr schön. Nicht protzig, aber sehr romantisch. Wie im Märchen. Man sagt, Don Röschen hat er geheiratet. Natürlich nach ihren 100 Jahren, versteht sich. Wo liegt das? Es ist ein kleines, aber sehr feines Weingut an der Mosel. Felix, da müssen wir hin. Können Sie das arrangieren? So sicher wie Ihr Ja-Wort. Oh, ich freue mich so. So, dann darf ich Ihnen zu Ihrer Wahl gratulieren. Ich hätte mich genauso entschieden. Das sagen Sie jetzt nur. Ach, guck mal, jetzt hast du mich erwischt. Ne? Da kann man nichts vormachen. Sie haben eine gute Menschenkenntnis. Ach, Felix. Ach, ich muss jetzt los. Was jetzt schon? Die Arbeit ruft. Ich muss auf eine kleine Geschäftsreise für meine Sicherheitsfirma. Neue Kundenakquise. Ja, warte, ich bringe dich gleich zum Flughafen. Ich muss jetzt wirklich los. Du fällst mir jetzt schon. Ich bin doch bald wieder da. Aber wer kümmert sich um die Hochzeit? Dafür bin ich doch da. Das sehe ich genauso. Eine Kleinigkeit wäre da noch. Ich bräuchte eine Anzahlung. Schließlich habe ich Auslagen in nicht unbeträchtlicher Höhe. Ach so, ich dachte schon, wir könnten jetzt doch nicht an der Mosel heiraten. Reichen 20.000? Selbstverständlich. Okay. Das wird der schönste Tag in Ihrem Leben. So. Frau Kettler? Verdammt noch mal. Oh. Hallo, Ansgar. Hi. Hast du meine Tante gesehen? Ehrlich gesagt, ich suche sie gerade selbst. Wenn du möchtest, können wir zusammen auf sie warten. Setz dich doch. Willst du was trinken? Danke. Und? Geht's dir inzwischen ein bisschen besser? Körperlich ja, aber sonst... Ich könnte in einer Tour. Also, wenn es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann, dann... Hast du ein Taschentuch? Ja, ja, Moment. Hier. Früher hast du gesagt, Taschentücher sind was für Mem. Seit wann hast du welche? Ach, ich habe in letzter Zeit häufiger mal meinen Sohn auf dem Arm und dann, naja, ich... Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Oder doch? Keine Ahnung. Ja, ich hab oben noch mehr. Nimm ruhig. Du hast so gut, Ansgar. Du hast ein Kind. Ja. Er nimmt der falschen Mutter. Aber dein Kind lebt. Du kannst jeden Tag sehen, wie es heranwächst. Ich liebe meinen Sohn, weißt du? Ich soll diese Beruhigungstabletten zu den Patienten auf Zimmer 7 bringen. Das sind doch welche, oder? Mhm. Die sollen ziemlich schnell abhängig machen. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Ja. Sie bereiten also alles für den Sorgerechtsprozess vor? Machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen, Herr Graf. Sagen Sie mal, sind Sie mein Anwalt oder eine Flasche? Frau von Anstetten auf diesem Weg das Kind streitig zu machen, dürfte schwierig werden.
Ich höre immer nur schwierig. Ich denke, Sie kennen den Richter. Es ist eine Richterin. Das ist mir doch egal. Hauptsache, ich gewinne. Gott. Ja. Sie haben nach mir gerufen? Ja, Frau Kepler, bringen Sie mir doch bitte den besten Rotwein, den wir im Keller haben. Das dürfte schwierig sein. Schwierig? Bin ich hier nur noch von Bedenkenträgern umgeben? Ihr Vater hat den Besten bereits außer Haus schaffen lassen. Na schön, dann bringen Sie mir eben den Zweitbesten. Wie Sie wünschen. Und zwei Gläser, ich nehme den Wein mit. Soll ich ihn als Geschenk einpacken? Sie haben ja manchmal richtig großartige Ideen, Frau Kepler. Ich mache nur meine Arbeit. Also einpacken. Das wäre wirklich reizend, Frau Kepler. Ich möchte heute Abend noch jemandem eine große Freude damit machen. Felix. Kannst du nicht anklopfen? Ich habe keine Zeit. Du wolltest Beweise? Hier hast du Beweise. Hinrichsen ist eine miese Ratte. Ein Trickbetrüger. Wo hast du das her? Aus dem Netz. Zeitungsarchiv. Verdammt. Jetzt kannst du dir deine Glatze schneiden lassen. Alles klar, ich kümmere mich drum. Bis dann, tschüss. Ja? Herr Graf, Besuch für Sie. Besuch? Ich erwarte niemanden. Die junge Dame sagte, es sei dringend. Vielen Dank. Was gibt's denn? Du hast vorhin was vergessen. Hier. Was soll ich damit? Du musst mir nichts vorspielen. Diese Tabletten machen abhängig. Ja, das weiß ich auch. Ich bin Arzt. Aber du hast nicht nur eine genommen. Was redest du da eigentlich? Und wieso spionierst du mir überhaupt nach? Wer ist denn da so spät noch? Komm, wir gucken mal. Gucken mal. Je später der Abend. Was willst du? Ich hatte mich eigentlich auf einen netten Abend mit dir gefreut. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich dir glauben. Die Wahrheit sagst du mir ja doch nicht. Komm rein. Ach, Tanja, nach allem, was zwischen uns vorgefallen ist, finde ich, müssen wir endlich anfangen, uns besser zu verstehen. Ach, und deswegen das Fläschchen Wein? Hm. Du hast schon mit mir geschlafen und endlich im Nachhinein über den Tisch gezogen. Ich finde wirklich, wir sollten endlich aufhören, uns ständig zu misstrauen. Wie soll das gehen? Weißt du, Tanja, uns verbindet doch so viel miteinander. Schau mal, der Kleine, das ist das Wichtigste, was wir haben. Wie süß. Aus welchem Poesiealbum hast du das, hm? Das ist mir heute klar geworden, als ich mit Natalie geredet habe. Sie hat ihr Kind verloren. Wir dagegen, wir haben eine große Chance. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Weißt du, ich finde, wir sollten einfach endlich anfangen, uns zu vertrauen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und vielleicht werden wir wirklich eines Tages so etwas wie eine richtige Familie. Ach, Ansgar, das hast du schon so oft gesagt. Ach, weißt du, mir liegt doch das Wohl meines Kindes am Herzen. Und natürlich das seiner Mutter. Ja. Auf dein Wohl. Prost. Ja. Warum trinkst du nicht? Eine stillende Mutter sollte keinen Alkohol trinken. Das müsstest du eigentlich wissen. Da. Was zum Teufel ist denn hier los? Der ist abgehauen, Mann! Verdammt! Wie viel hast du ihm gegeben? 20. Ach so. 1000. Du Trottel. Wie auch immer. Gute Nacht.
Ich kann nur wiederholen, was ich schon tausendmal gesagt habe. Es war nur eine Tablette. Und warum fehlte dann ein ganzer Blister? Was weiß denn ich? Und warum fehlten aus den anderen Blistern auch schon Tabletten? Jetzt hör mir mal gut zu. Die Dinger liegen da nicht bloß zur Ansicht, klar? Wir verschreiben sie auch unseren Patienten, verdammt. Ja, und du nimmst sie selbst. Was meinen Patienten nicht schade, bringt mich ja wohl kaum um. Leonard, hörst du eigentlich, was du da redest? Ja! Das ist die Logik eines Abhängigen, nicht die eines Arztes. Du siehst Gespenster, Jana! Mir ist doch letzte Woche schon aufgefallen, wie krass deine Stimmung wechselt. Ich habe nun mal einen anstrengenden Job. Da steht man unter Druck. Du bist auf dem besten Wege, süchtig zu werden. Ich weiß, was ich tue. Klar, in so einer Situation hat man alles unter Kontrolle. Das habe ich damals auch gedacht. Willst du deine Situation jetzt etwa auch noch mit meiner vergleichen, oder was? Nein. Aber ich weiß, was Schmerz bedeutet. Was ich durchgemacht habe, Jana. Das wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. Aber Tabletten helfen dir da nicht weiter. Ich werde keine mehr nehmen. Du nicht mir versprechen, sondern dir selbst. Ich würde mir so wünschen, dass du das schaffst. Wirklich. Danke. Ich gehe dann mal. Felix, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Was ist denn jetzt schon wieder, hä? Diesem Hinrichsen, den stellst du mal eben einen Check über 20.000 Euro aus, ja? Aber wenn ich dich um einen kleinen Gefallen bitte, dann... Deine kleinen Gefallen kenne ich. Ja, was soll's. Auch ein Bier? Ja, ja, bedien dich nur. Fühl dich ganz wie zu Hause. Gott. 20.000 Euro sind zwar eine Menge, aber es hätte schlimmer kommen können. Tja, da hättest du mal auf mich gehört. Komm. Auf den Schrecken. Prost. Prost. Das ist trotzdem komisch. Was denn? Hinrichsen veranstaltet eine Megaparty unten im Club. Nur um von mir einen auf Hochzeitsplaner zu machen. Ich meine, und das alles für 20.000 Euro? Tja, vielleicht hat er seine Chance einfach nur genutzt. Du meinst, er hat unser Kommen gar nicht eingeplant? Ja, natürlich nicht. Der konnte doch nicht ahnen, dass wir auf seiner Party auftauchen. Hallo. Hey. Lass dir die Tür immer offen? Was habt ihr denn wieder angestellt? Nichts. Zeig mal her. Geht das vielleicht noch ein bisschen lauter? Andi, hast du die Tür aufgebracht? Hast du sie noch alle? Erst polterst du hier rum und dann... Machst du mich auch noch an? Wir sind gerade erst wiedergekommen. Ja, genau. Wir sind seit 5 Minuten hier. Aber ich hab dich doch vorhin gehört. Was? Wann? Keine Ahnung, von einer Stunde oder so. Ich lag schon im Bett. Sag mal, kann das sein, dass bei euch eingebrochen wurde? Tanja, möchtest du nicht vielleicht mit einem Glas Orangensaft anstoßen? Ist das jetzt eine neue Marotte von dir? Nein, du weißt doch, ich bin ein Mensch, der es gern symbolisch mag. Oh, das ist mir bisher wohl entgangen. Tja. Mal schau mal. So wird es doch gleich viel gemütlicher, hm? Gemütlicher? Wie hättest du es denn gerne? Auf dein Wohl? Prost, Salut, zum Tee? Tanja, Moment mal. Unser Kind ist ja total rot. Was? Ja, schau doch mal. Stimmt doch irgendwas nicht, oder? Temperatur ist ganz normal. Bist du dir sicher? Es ist alles in Ordnung. Wollen wir dich doch lieber einen Arzt rufen?
Daran erkennt man ja doch den wahren Vater. Überfürsorglich und ahnungslos. Der Kleine ist kerngesund. Hm. Puh, also auf den Schreck brauche ich erstmal einen Schluck. Okay, auf den Vater. Hm. Auf Mutter und Kind. Was ist? Was guckst du mich so an? Vielleicht doch nur auf die Mutter? Hier ist noch alles da. Bei mir auch. So wie es aussieht, haben wir echt noch mal Glück gehabt, Leute. Ja, ja, und ich habe ihm tausendmal gesagt, Junge, pass auf dein Geld auf. Aber nein, er hat ja nicht auf mich gehört. Also, ich würde auch nicht auf sie hören, du, Coco? Ich in so einem Fall auch nicht. Könnt ihr jetzt bitte mal ruhig sein? Na klar, jetzt hat er einen Schaden und wird pampig, das haben wir gerne. Ja, Felix von Beimbach hier. Kennwort? Vanessa. Das war ja klar. Ja, genau. Richtig. A, Scheck sperren lassen. B, Kontostand prüfen. Das habe ich aber auch alles schon Ihrer Kollegin gesagt. Ja, ich warte. Und? Ja, ich werde es gleich erfahren. Wenn die Sache glimpflich ausgeht, dann spendiere ich eine Runde. Ja, ich bin noch dran. Wie bitte, was soll das heißen? Es gibt nichts mehr zu sperren. Meine Konten sind seit heute leer. Oh, welcher Idiot ist denn das? Anstetten, ich bin vom Jugendamt. Wenn Sie nicht sofort die Tür öffnen, muss ich Sie aufbrechen. Ihr Kind ist in Gefahr. Was? Ansgar, du Bastard.